Dieses Video wird euch präsentiert vom Edine Group Discord. Viele Grüße gehen raus an FortiFixer. Viel Spaß beim Video. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Neujahrs-Cup-Spiel. Und zwar ist es diesmal mein eigenes Neujahrs-Cup-Spiel. Ja, das wird eine totale Vernichtung werden. Wieso darf ich hier nicht langlaufen? Hallo? Das wird eine totale Vernichtung werden. Einfach aus dem Grund, weil mein Gegenspieler The Alex ist. Und der ist doch schon recht gut. Ja, möchte man sagen, der hat schon alle Turniere mitgespielt. Der ist lange auf dem Discord auch mit dabei. Der weiß auf jeden Fall, was er tut. Genau. Und da ich nur sehr sporadisch gespielt habe, ich bin ihm nicht gewachsen. Ich muss mir hier gar nichts vormachen. Schnell, also hier wegen den Wagen. Wir müssen sie erneut zurückwerfen. Ruhe, ihr Magen. Vorwärts, ihr Faulpelze. Reißt alles nieder. Aber ich werde natürlich alles versuchen, was ich kann. Wo gehe ich hier hin? Muss hier hoch. Nee, falsch abgeworfen. Trottel. No. Wir sind die neuen Herrscher. Auf, Soldaten. So, bei Imladris ist natürlich so, weil Alex spielt Imladris als Pick. Da ist es natürlich so, dass er versuchen wird, jetzt mich klein zu halten, weil ich Angma habe. Und wenn ich ihn groß werden lasse als Blob quasi, dann habe ich verloren. Ne? Also ich habe sowieso schon verloren, das sowieso schon mal als grundsätzlicher Call. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, dass hier nicht der... Ja, der wird jetzt gekillt. Das war's. Das war Lost. Okay. Ihr Land wird uns gehören. Was ist passiert? Es ist, wie es ist. Ich befehle die Leibeigenen. Leibeigene, mir nach. Ich keine Widerrede, ihr Würmer. Soldaten. Wir marschieren. So, hier oben können wir uns auf jeden Fall die Schätze sichern. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann können wir hier auch schon mal den Warkhort auch schon mal angehen. Wilde Waage, seid vorsichtig! Unser neues Gebäude ist bereit. Das Blutvergießen hat begonnen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Der Feind ist zurückgekehrt. Wir haben unsere Befehle. Keine Widerrede, ihr Würmer. So, hier kämpfen wir. Ruhe, ihr Feind ist nah. Hier kämpfen wir auch. Unser neues Gebäude ist an, ihr Würmer! 200, das bauen wir direkt mal. Wir brauchen natürlich die Karren, ne? Das ist klar. Ich übernehme das Kommando. Sie sind schwach und armselig. Das ist sehr unglücklich, dass ich hier die Speerträger verloren habe. Aber das ist halt so, wenn der Troll den Zuchtmeister da fokust, dann hast du halt keine Schnitte. Soll ich unserem Banner unterstellen? Leibeigene, mir nach. Ihr macht was, ihr seid auf feindliche Truppen gestoßen. Hier, guck mal, da kommt jetzt schon interessant. Wir marschieren in die Schlacht. Er wird jetzt versuchen, da auf jeden Fall die Ressourcen wegzuholen. Das kriegt er aber nicht. Sie sind schwach. Ja, okay, da geht er. Da werde ich nicht mitmachen. Er wird sich den Troll geholt haben. Wir sind die neuen Herrscher. Ihr macht, was euch gesagt wird. Das Land muss gereinigt werden. Oh, ich bin hier so schlecht, ey. Das ist so furchtbar. Lass ich darauf ein? Wir schauen mal. Unser Lager wird angegriffen. Der weiß halt auch ganz genau, was für Kämpfe er nehmen kann und welche nicht, ne? Das ist halt so das Problem, ne? Orkabschaum aus Gundabad. Schließt euch uns an. Auch super wenig CP. Hier kann ich mal was machen. Steht nicht herum. Ihr macht, was euch gesagt wird. Schneller oder ihr lernt meine Keule kennen. Das Land muss gereinigt werden. Er hat mir wirklich alle Truppen genommen. Okay, boah, das ist natürlich schon krass. Das ist natürlich eine krasse Nummer.
Diese Barbaren wissen, ihre Äxte zu schleudern. Ihr macht, was euch gesagt wird. Da habe ich überhaupt keine Schnitte gehabt gegen diese Elben. Vorrücken. Wir marschieren in die Schlacht. Sie sind schwach und armselig. Ja, gut, gegen die habe ich natürlich gar keine Schnitte. Ich muss hier, da brauche ich gar nicht kämpfen. Das Land muss gereinigt werden. Vorrücken. Ich übernehme das Kommando. Dafür haben wir nicht genug Rohstoffe. Ich unsere Mühle werden angegriffen. Macht euch kampfbereit. Und Abschaum aus Gundabad. Schließt euch uns an. Wir sind die neuen Herrscher. Ihr Land wird uns gehören. Oh mein, das sind zu wissen, wo er da hingeht. Der hat auch super viel Map-Control natürlich. Ja, ich bin hier auch nicht der, geborene PvP-Spieler. Sie greifen unsere Mühlen an. Wir haben Befehle. Weißt du, er geht jetzt halt einmal die Map ab und zerstört meine Gehöfte. So kriege ich halt keine Karren. Guck mal, einen Karren habe ich hier. Den kann ich schon mal benutzen. Und ich laufe jetzt hier quasi hinterher. Guck mir an, wie er... Oh Gott, hat er schon viele Elben. Das ist ja richtig übertrieben. Das ist die absolute Humiliation hier. Ich das Video auch, glaube ich, nennen. Fistas Humiliation oder irgendwie sowas. Fistas totale Vernichtung. Da macht das ja auch super gut. Ich treibe sie zurück. Kann ich gar nichts machen. Ich kann nichts gegenhalten. Den Kampf hier zu picken ist insane, wie gut die sind. Also es wird dann eine zweite Runde gehen. Das ist jetzt erst die erste Runde von dem Matchup. Das ist aber echt eine verrückte Sache. Das ist schon böse. Er hat super die Karre denied, kann man hier noch sagen. Der hat, wie schnell er halt auch Druck aufbaut. Ne? Das ist so krass, wie schnell er das gemacht hat. Da brauche ich gar nicht drauf zu gehen. Guck mal, den habe ich noch niemals gecreept. Der wird das alles bei sich schon insane gut gemacht haben. Eine very, very fast round war das. Ruhe, ihr Magen! Hört mir wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ruhe, ihr Magen! Ich kann höchstens. Wobei, das habe ich hier eigentlich alles noch. Ich habe das eigentlich alles noch hier. Ich gehe jetzt mal hier runter. Keine Widerrede, ihr Würmer! Wir haben unsere Befehle. Vorwärts! Also, mir ist schon bewusst, dass man Map Control braucht. Das kann man natürlich hiermit sehr schlecht machen. Wenn man halt, also eigentlich kann man es gut machen, das ist die Sache. Weil ich habe ihn halt komplett in Ruhe gelassen. Aber das ist halt einfach, weil Alex viel, viel krasser ist. Ne? Da habe ich halt, ich rechtfertige mich hier die ganze Zeit, aber ich bin halt einfach ein Napp, Alter, was soll ich machen? So, wir brauchen mehr hiervon. Was könnten wir denn nochmal machen? Wir könnten zum Beispiel, keine Ahnung, eine Grab- oder Holdgruft bauen oder so ein Shit. Das Problem ist halt, wir brauchen halt einfach Karren so, ne? Das ist so das Problem. Ich greife unsere Mühle an. Leibeigenen. Leibeigene, mir nach. Sie werden untergehen. Rennt alles nieder. Keine Widerrede, ihr Würmer. Ohne die Karren, ich kriege halt ohne die Karren nichts hin. Ich könnte mir einen Außenposten, einen Vorposten holen, da kriege ich auch einen ziemlich starken Karren. Keine Widerrede, das könnte ich tun. Schneller oder ihr lernt meine Keule kennen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? Ihr macht, was euch gesagt wissen, ihre Ex-Schneider. Ruhe, ihr Magen! Hört mir zu, ihr Magen! Vorwärts, ihr Faulpelze! Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen! Er baut einen Lindon-Turm, oder? Brauche ich eigentlich gar nicht anzugreifen mit meinen Billo-Truppen, ne? Mach ich überhaupt Damage? Ich mache überhaupt kein Damage. Guckt euch das mal an, wie wenig Damage diese Einheiten nehmen. Die Schlacht wartet. Hört mir zu, ihr Magen. Da hier kriege ich halt noch nichts hin. Ich habe halt einfach keine Karren, ne? Das ist halt das Problem. Auf in den Kopf, ihr Magen. Macht das und auf in die Schlacht. Vernichtet die Kommt auf jeden Fall zurück. Ihr Würmer. Ruhe, ihr Magen. Greift an, ihr Hunde. Da sind so viele Helme, das ist so krass. Ich befehlige die Leibeigenen. Ich
Weil ich habe halt nur Orks. Ich habe halt keine besseren Einheiten, weil ich mir einfach die ganzen Karren denied hat. Schon krass. Wir werden siegen, aber ihr zu das entdeckt. Jetzt müssen wir hier ihn hier wiederholen. Ihr macht, was euch gesagt wird. Hätte ich mehr Rekrutierungsgebäude bauen sollen, weil Ressourcen an sich habe ich ja eigentlich. Aber das Spiel ist gegessen, hat die komplette Map-Control, abgesehen von diesem kleinen Gehöft hier. Muss man ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich gehe jetzt hier noch einmal mit meinen letzten Einheiten drauf, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sage euch, die andere Runde, die wird nicht anders aussehen. Das wird auch eine Vernichtung. Wie lange sind wir jetzt drin? 10 Minuten, überlegt ihr das mal. Das Blutvergießen hat begonnen. Nein, das kann man GG'n. Das hat er extrem gut gemacht. Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde, liebe Freunde. So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Ich bin jetzt hier unterwegs mit den Nebelbergen. Auf der Map Naith Loriens. Brauche bitte den Speer. So, und wir bauen hier eine Ruine. Und ja, wir spielen wieder gegen den Alex, logischerweise, oder ich spiele gegen den Alex. Und er hat dieses Mal das Volk Zwerge genommen. Das ist auch, würde ich mal behaupten, sein stärkstes Volk. Das durfte er in der Runde davor nicht nehmen, weil ich es ihm verboten habe. Also jeder darf ja zwei Fraktionen wählen, die der Gegenspieler dann in der Runde nicht nehmen darf. Aber das darf nicht jedes Mal in beiden Runden die gleiche Fraktion jeweils sein. Deswegen darf er diese Runde natürlich spielen. Das neue Gebäude ist fertig. So, und unsere, meine Strategie ist jetzt hier voll auf Bogenschützen zu gehen. Ja, und mit Gift zu versuchen, hier standzuhalten. Also nochmal, ne, wie gesagt, Alex, ihr habt das gesehen in der ersten Runde, ein sehr viel besserer Spieler als ich. Oder andersrum, ich bin ein sehr viel schlechterer Spieler als er. Das wird hier diese Runde nicht anders aussehen. Aber natürlich werde ich ihm trotzdem entgegentreten hier. Und versuchen, ihn, solange es geht, aufzuhalten. So, haben wir hier auch die ersten Bowmen. So, und er wollte auch Nebelberge nehmen, diese Runde. Ist dann auf Zwerge ausgewichen. Weil Nebelberge, wenn sie von einem geskillten Spieler gespielt werden, sind die halt schon böse. Ihr habt das in den anderen Videoaufzeichnungen gesehen. Aber tatsächlich hat er auch beide Male die Nebelberge unterlegen in den anderen Runden. Das ist auch sehr interessant gewesen. So, wir brauchen jetzt hier schon... Ja, einfach keine Rohstoffe einfach. So, wir können keine... Speerträger bauen, solange wir nicht den Ork-Häuptling rekrutiert haben. Die kosten 180, die Bogen. Das ist eine Frechheit. Suranimid. So, ich werde jetzt mit den Billorks werde ich rübergehen und ihn schon mal ein bisschen harassen. Ach, er hat einen Streitwagen gebaut. Das ist ja fies. Weil er genau weiß, ich habe keine Möglichkeit. Die sterben einfach. Okay, das ist natürlich richtig mies. Weil er genau weiß, ich habe keine Möglichkeit, Speerträger zu bauen und ihn aufzuhalten. Nun gut. Genau, Suranimid. Haben wir hier was vergessen? Nö, okay. Wenn wir jetzt den Troll holen. Naja, er ist schon gut dabei. Das ist halt das Ding, ne? Er weiß genau, was er zu tun hat jetzt hier. Das war's mit dem Bogenschützenbad. Das ist halt so bescheuert, ne? Also, was soll ich dagegen tun? Nicht stehen bleiben, Sir! Noch mehr Ork-Krieger! Ruhe jetzt, Jauler! So, wir werden jetzt hier einfach auf Ork-Krieger gehen. Machen wir hier irgendwas an Schaden? Boah. Ich glaube, Gift macht bei dem überhaupt nichts, ne? Was haben wir hier? Wer sind diese wilden Orks?
Natürlich krass, von ihm direkt da drauf zu gehen. Noch mehr Aufträger! Wer sind diese Wegen? Aufträger! Sie greifen uns an! Was? Los! Vorwärts, Marsch! Okay, den hat er sich geholt. Was haben wir denn hier? Er hat jetzt hier auch schon irgendwelche Infanterieeinheiten hier. Ich bin am Pop-Cap-Limit tatsächlich. Noch ein Angriff! Das verpasse ich auch jedes Mal, das Pop-Cap-Upgrade. Und er war hier noch gar nicht. Das ist ja interessant. Wer hier schon überhaupt irgendwas? Da ist er. Er will da creepen. Genau, jetzt können wir hier mal ein bisschen ihn ärgern. So, guck mal, hier können wir den Kollegen holen. Er macht auch eine Fähigkeit tatsächlich. Ich werde jetzt hier mal auf den Monsterkäfig gehen. Damit haben wir zumindest noch schon mal irgendwas. Und wir können jetzt auch gleich Speerträger rekrutieren, wenn der Ork-König kommt. Ich höre. Hier drüben ist der Stützpunkt. Mann, hier eine Plündermine. Was haben wir hier? Das sind Zwerge. Die Minen werden angegriffen. Wir werden sie überrennen. Treibt die Trolle in den Käfig hier. Trolle können wir noch nicht. Die kosten ein bisschen was. 600 kostet so ein Höhlentroll. Das neue Gebäude ist fertig. Dieses Land wird uns gehören. Weiter so! Schneller! Ja, wir haben tatsächlich nicht so viele Bogenschützen mehr. Ich darf schon noch gerne welche holen. Da haut er auch ab. Da können wir ihn auch tatsächlich wegjagen. Interessant. So, und wir können jetzt auch dann die Speerträger holen. Da hole ich auf jeden Fall auch mal mindestens einen Butt von. Genau, den brauchen wir gleich auch. Hier bauen wir mal eben wieder auf. Na, hier machen wir mal. Ah, da ist wieder diese dumme Ramme. Mal gucken, wer jetzt hier besser ist. Ah, da ist er, müssen wir weg. Müssen wir zurück. Gute ist ja, dass die Zwerge nicht ganz so schnell sind. Noch mehr Ork-Krieger ist bereit. Unsere Bogenschützen sind bereit. Wo ist der Feuerkönig? Genau, wir können jetzt hier den. Wir können mit dem Troll noch nicht so viel machen. Was war das? Macht euch bereit, Orks. Ich würde den einfach mal hier hochschicken. Aber ich meine, er kann ja aus den. Er kann ja aus den Löchern, also aus seinen Minen, kann er ja beliebig Truppen verschieben. Ne? Er kann die ja da reinschicken und die können dann überall auftauchen. Wir machen das nächste Pop-Cap. Ja. Was? Hier bewegt euer König, spricht. Ist nur aufpassen, dass er hier nichts rausschickt. Was sollen wir tun? Ich höre. Genau, da waren jetzt auch die Speerträger mit dabei, das sieht man jetzt hier auch schön. Das war's mit seinem hässlichen Karren dort. Er hat den Troll nicht getötet. Der muss aber tatsächlich weg hier, sonst wird der von den Wagen getötet. Den fand ich gut, den Troll. So, hier können wir nochmal eine Orkstadt bauen. Ihr wisst, was zu tun ist.
Dieses Land wird uns gehören. Wir brauchen natürlich hier Plünderer, ne? 5 Punkte, das ist was wir brauchen. Wir werden sie überrennen! Da sind noch mehr! Zu Befehl! Ich höre! Ja, den können wir nur auf einzelne Ziele verwenden. Gib nicht auf! Mehr Pfeile! Dieses Land wird uns gehören! Unser Troll, der ist noch da, ne? Genau, perfekt. So, holen wir uns einen zweiten Troll. Wir brauchen hier mehr Bogenschützen. So, wir holen auch mehr Soldaten natürlich, mehr Orks. Ich muss nur aufpassen, dass hier haben wir alles verloren. Die Zwerge sind einfach viel zu krass. Ah, sie haben auch wieder neue von diesen hässlichen Wagen gebaut. Sklaven. Unsere Bogenschützen sind bereit. Dieses Land wird uns gehören. Genau, weg, weg, weg. Will er nicht reinlaufen. Bereit! Zu Befehl! Nicht stehen bleiben! Wir wären dann fertig! Brauch mehr Speerträger. Können wir den schicken wir noch hier hoch? Dieses Land wird uns gehören! Ihr fallt zurück! Ich bin sorry, wenn ich nicht, manchmal nicht rede. Ich versuche mich hier schon zu konzentrieren, das irgendwie hinzukriegen. Euer König spricht! Dieses Land wird uns gehören! Was war hier? Das noch können wir hier erstmal gönnen. Mehr ist hier tatsächlich nicht. Oh, da sind dann tun wir den Troll hier mit runter. Noch mehr Ork-Krieger! Wir werden sie überrennen! Geht jetzt hier runter auch? Ah ja. Habt ihr das gehört? Ich hole hier noch mehr Speerträger. Also hier brauchen wir nur weiteres Sklavenloch. Oh, okay, ja, ich kann das hier schon bauen. Hier, sammelt euch! Macht euch bereit, Orks! Oh, jetzt habe ich zwei Trolle, jetzt gehe ich mal zu seiner Festung. Haben wir hier schon gute Einheiten? Verneigt euch vor mir, ihr Maden. Sie kommen schon wieder. Da kommen wir schon noch rein. Gehen wir schon hin. Noch mehr Ork-Krieger. Bewegung. Das hier super scheiße platziert. Kann man nicht anders sagen. Guck mal, hier haben wir noch einen Helden. Jetzt erschlagen! Den könnten wir ja mal erlegen. Das Dumme ist, er ist halt genauso klein. Ah, der hat sich verpisst in die Mine, okay. Folgt eurem König! Noch mehr Ortsträger! Eher Truppen können wir nicht befehligen! Unsere Bogenschützen sind bereit! Ja, ja! Der Feind reicht uns ab! Ah, er schickt jetzt hier auch welche raus. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Der ist eh verloren, also da passiert nichts mehr. Der wird nicht mehr rauskommen. Aber den können wir wiederholen. Direkt, zack. Sie greifen uns an! Unsere Bogenschützen sind bereit! Hier rüber! Sammeln! Los! Wo ist der Verheil, Baumeister? An die Arbeit! Wäre schon froh, dass das nicht wieder eine 10-Minuten-Runde ist. So, hier machen wir schön weiter die Kollegen hier. Hier machen wir immer weiter die Kollegen. Hier! Das sind die Gebäude unserer Feinde. Weiter so! Unsere Bogenschützen sind bereit. Attacke! Die werde ich ihm also auf jeden Fall wegnehmen hier. Arbeiter! Baut! Was war das? Die schicken wir mal hier hoch. Noch mehr Ork-Krieger! Wer Pfeiler!
Zu bewegen! Bereit! Halt! Noch mehr Ork-Krieger! Schneller! Habt ihr das gehört? Er hat seine ganze Armee hier rausgeholt. Ich will jetzt aber Plünderer aktivieren hier. Okay, verpiss ich mich hier halt wieder. Gehe ich halt woanders hin. Das ist, die Zeit spielt ja für mich. Wir haben ihr Lager entdeckt. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Noch mehr Ork-Krieger. Ich glaube, noch einen Sklaven noch kriege ich hier nicht hin, obwohl es halt theoretisch noch dran passen würde. Ein bisschen eher. Ach doch, guck mal, da kriege ich noch eins hin. So, dann haben wir nämlich jetzt schon mal Gundabad-Truppen. Da brauche ich mich jetzt gar nicht. Da brauche ich es gar nicht versuchen. Weil die, das ist eine so krasse Zwergentruppe. So, jetzt müssen wir müssen sie aber jetzt stellen. Wir haben auch ein paar Trolle. Wir haben halt keine... Genau, das machen wir auf jeden Fall mit, falls er gleich kommt. Dann gehen wir hier schon mal auf Rüstungen. Ich hole jetzt schon mal alle Upgrades. Wir sollten jetzt auch ein paar Ressourcen hier bekommen. Ach, das hat er clever gemacht. Das war ein starker Move. Dieser Tunnel dort. Hat er da wahrscheinlich auch Pikiniere? Ne, hat er nicht. Stufe 2. Das heißt, wir brauchen hier einen Helden raus. Den kann ich mir jetzt noch nicht leisten. Ja, wir haben die Schlacht hier verloren. Wir ziehen uns zurück. Ich habe ja auch irgendwann einfach vergessen nachzubauen. Wir werden sie überrennen. Wo ist der Feind? Schade, ich habe den Switch nicht hinbekommen. Ich habe den Switch einfach nicht hinbekommen. Jetzt auf Wunderwald ein. Aber das ist immer das Schwerste eigentlich bei Nebelberge. Hat auch richtig gute Trupps hier, ne? Ja, wir brauchen hier einen Helden raus. Das ist ein Arzog. Macht euch bereit, Ork-Krieger. Wir haben neue Rüstungen erbeutet. Hier drüben ist der Stützpunkt. Da finde ich beide auswählen. Sie greifen uns an. Bereit? Da gehen wir natürlich direkt runter. Versuchen da wieder zu stören. Wir gehen voll drauf. Ich glaube, er hat es jetzt mittlerweile aufgegeben. Nee, das will ich jetzt erstmal nicht. Wir dürfen nämlich jetzt hier auch Wunderarbeit-Einheiten rekrutieren. Endlich. Ach guck mal, wir haben sogar recht gute Orks noch hier am Start. Wir müssen halt weiter rekrutieren, ne? Er hat mir jetzt hier alles genommen. Er hat mich komplett auseinandergenommen. Oh, weg, weg. Ich brauche Hilfe! Oh, ein Game steht. Ist vielleicht jemand rausgeflogen? Das steht hier auch die ganze Zeit noch. What happened now? Okay. Bitte kurz warten. Ja.
So ein Smaug wäre halt jetzt richtig gut, ne? Weil er halt keine Fernkämpfer hat, ne? Der hier, was ist das? Das sind Armbrustschützen. Oh. Marco ist, glaube ich, rausgeflogen. Der war als Beobachter dabei. Ah, Pax und Marco sind rausgeflogen, glaube ich. Das wäre natürlich schlecht, weil dann wäre kein neutraler Beobachter mehr dabei. Allerdings muss man ja schon ganz klar sagen, der Favor liegt hier auf jeden Fall auf Alex Seite. Und es ist ja so, wenn es passiert, dass... Okay. Axel spielt gleich verlassen und Marco. Geht der schnell down? Nein. Boah, das war hier ein starkes Play, Alter. Das war so stark. Scheiße, ich hab nichts, was mich, noch retten könnte. Oh, man darf ihn hier auch nicht platzieren. Das ist ein bisschen fies. Darf ihn hier nicht platzieren? Da dürfte ich ihn platzieren. Wir greifen an! Okay. Ich warte jetzt auf Smaug, Bruder. Ich warte jetzt auf ihn. Jetzt einfach ein bisschen hier mit dem Troll harassen. Und dann hole ich mir jetzt hier den Smaug. Wie das Ding immer noch nicht kaputt ist. Mann, ey. So nervig. Die Minen werden angegriffen. Sie greifen uns an. Sie noch weichen zurück, Krieger. Sie kommen von überall. Da dürfte ich, guck mal. Nee, jetzt hab ich da nicht mehr. War echt doof. Ich weiß gar nicht, wie die das jetzt machen mit der Auswertung. Schnell weg von der Mine! Das ist interessant. Die lasse ich nicht mehr nach Hause, die Bande. Ich kann mir vorstellen auch, dass er jetzt einfach fliegt. Ey, wo will der hin? Bist du und wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Unsere Bogenschützen sind. Also ich habe den noch wegbekommen. Der Feind der Mannschild. Ah, er flieht. Guck mal. Und es der König unter den Bergen ist. Oha, oha, oha. Was denn hier eigentlich? Was ist das? Was ist? Keine Ahnung. Ich habe die Völker in Angst und Schrecken versetzt. Der Feigling Eichenschild hat den Wert eines Wehrs abgewogen und ist als wertlos erachtet. Ah, er hat jetzt hier auch einen Axtwerfer. Guck mal, wie gut die gegen diesen Feuerschwall standhalten. Alter. Okay. Ich hab gar keine Truppen mehr. Aber guck mal, der macht ja kaum Kills. Ja, man sieht es ja mal in dem Aufpoppen dort. Ich müsste jetzt mal hier wieder ein paar Trolle holen. Da kommt einfach random irgendeine Explosion.
Der Feigling Eichenschild hat ihn. Oder? Was haben wir denn hier? Und es als Werden ist. Wir haben die Hölle erweitert! Mehr von denen. Es ist Eichenschild. Der dreckige Zwerg und Thronräuber. Ja, ja, verschwinde ruhig wieder. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen! Manchen Feiglinge. Gut, aber du. Wir greifen uns an! Interessant, dass er. Das ist interessant. Oh! Nicht so schön. Oh! Gehe mal. Alles gut. Gut, aber du. Glück gehabt. In der Tat. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Ich weiß nicht wohin. Da sind sie. Wieder lecker. Sie sind so weit weg. Was sind jetzt Seestadttruppen? Mit dem, die haben gar keine Schnitte dagegen. Ich guck mal, ob ich sie stellen kann hier. Mit dem Wolk zusammen. Brauche ich gar nicht versuchen. Ich kann die irgendwie nicht wieder verpissen, ey. Das sind so viele Einheiten. Schon krass. Oh, wieder mehr Orks. Normale Orks brauche ich auch wieder. Da sind wir dabei. Da sind wir dabei. Haben wir noch ein Popcap Upgrade? Das nehmen wir noch mit. So, so ein Geld. Oh, mangelt es uns eigentlich nicht. Brauchen wir noch mal die Dinger rundherum auf. Mehr Bogenschützen. Er kann mich harassen, wie er will. So, wir kommen jetzt hier einmal an. Sie greifen die Mine an. Haben wir hier irgendwas Schönes vernehmen können? Irgendwas mit Flair Wurm wäre halt auch geil, ne? Unsere Bogenschützen sind bereit. Oh, Ball auf hier. Haha, oh, dies könnte jetzt böse werden. Ich verpiss mich einmal lieber. Du könntest mich täuschen. Noch mehr Ork-Krieger. Komm hinzu. Ich habe eure Krieger niedergestreckt. Haben wir eigentlich auch mal unseren Troll? Oh, guck mal, den haben wir noch. Scheiße, Wolke ist gefallen. Häuptling ist zurückgekehrt. Er könnte mich jetzt hier auch finishen einfach, wenn er will. Wenn er wollen würde. Noch ein paar von den Viechern. Komm, ich kann eigentlich mit den ganzen Bauwarteschlangen hier kann ich einfach voll knallen. Aber ich habe halt keine Dinger mehr, ne? Ich habe halt nur noch die hier. Der Wächter ist einfach immer noch. Ich bezwing niemand. Mal einmal da schön durch die Bogenschützen durch. Noch mehr Ork-Krieger. Vollbracher König! König! Ja, er ist in Gefahr! Unsere Bogenschützen sind bereit! Noch mehr Ork-Krieger! Schieben wir einfach mal da hoch. Gut, aber du. So. Sind bereit. Weg vom Feuer! Und weg. Ja. Noch mehr Gut. Einfach mal 5 Trolle rekrutieren, so random. Guck mal, die werden gar nicht aufgehalten. Jetzt hat er das geschnallt.
Kitzel. Sie greifen uns an! Wir haben einen Höhlentroll erschaffen! Kirma, Viri, Gurdabatu. Noch mehr Orks. Kostet natürlich alles auch super viel. Der König unter den. Ich weiß nicht, was das hier die ganze Zeit ist. Das habe ich noch nie gesehen. So. Hopcap Upgrade brauchen wir eigentlich auch noch. Macht euch bereit, Orks! Irgend so ein Schatzwagen war das. Vielleicht können wir eben hier unten mal das Ding wegnehmen oder so. Wir können ja mal schauen. Er ist auf jeden Fall mit seiner Armee hier runtergegangen. Ja, wir brauchen hier das nächste Upgrade. Macht euch bereit, Orks! Meinen Namen scheinst du zu kennen, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich an dich schon gerochen zu haben. Wir werden sie überrennen! Die Minen werden angegriffen! Bricht herein. Der Feind! Sie kommen von überall! Und was ist da hat er nur drauf gewartet. Mieser Hund. Da hat er nur drauf gewartet. Ah, er hat ihn gekriegt. Das werde ich wieder verlieren. Ohne Smaug werde ich es nicht schaffen. Ich hab viele Gundabad-Truppen. Weil davon sind halt viele noch nicht ausgerüstet, aber ich brauche den wieder, den Smaug. Wir haben ja sogar noch einen Troll. Naja, Troll haben wir ja auch. Ich brauche Hilfe! Ah, scheiß auf den Häuptling. Das ist halt das Miese, er kann überall halt auftauchen, ne? Überall kann er halt... Okay. Überall kann er halt auftauchen. Das ist halt das Miese. Also hat hier unten eiskalt alles weggeradet, Digga. Also wirklich, das war so krass. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Brauch ja wirklich eine komplett upgegradete Gundabad-Armee. Wir brauchen hier weiter natürlich normale Orks. Noch mehr Ork-Krieger! Tja. Hey, und ist noch der Troll. Witzig. Na gut, dann rennen wir mit dem mal hier oben hin. Noch mehr Ork-Krieger! Kann ich den zerstören? Naja. Das Lager des Feindes! Ein bisschen Geld, ist gut. Oh, Bogenschützen. Ah, die werden die Troll. Ja, guck mal, die Trolle sind gebuggt. Was soll ich dagegen machen? Wenn auf der Stelle treten, brauche ich da nichts tun. Okay, der Troll, der will sich doch töten lassen. Wo ist seine Armee? Da ist seine Armee. Nein, nein! Warum? Och Mann, ey, dieser doofe Wächter, Alter. Könnt ihr den mal bitte fixen? Wir laufen mal weg. Vielleicht läuft er uns hinterher. Ja, das war, glaube ich, super misplaced, Alter. Oh, eine Zwergenfestung. Interessant. Guck mal, der Troll hat dann auch ganz gut aufgeräumt, tatsächlich. Hat auch super gute Rohstoffe jetzt halt, ne? Smaug braucht auch noch ewig. Er wird das jetzt hier... Ich muss mich jetzt hier ihm stellen. Tja, der Balrog wäre jetzt auch eine geile Sache. Allerdings wird das ja noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das ist der finale Todesstoß jetzt hier von ihm.
Aber ich bin froh, dass die Runde jetzt länger gedauert hat als nur 10 Minuten. Ah, der bleibt da genau stehen. Das macht er gut. Das ist sehr gut. Weiß nicht, ob wir es überhaupt nochmal sehen werden. Ich habe hier nichts mehr. Also wenn er das jetzt zerstört, dann ist auf jeden Fall GG. Die Festung ist natürlich super stark, ne? Ja. Gut, spannende Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, danke an alle Kanalmitglieder. Damit bin ich aus dem Turnier ausgeschieden. Aber wenn ihr es weiter verfolgen wollt, alle Matches werden auf dem Discord live gestreamt. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Und natürlich werde ich auch Highlight-Matches hier hochladen und das Finale am 3.2. sowieso live hier auf YouTube. Haut rein. Danke euch fürs Zusehen. Euer Fister. Gebt noch auf. Der Vollständigkeit halber. Haut rein. Ciao.